Was wollt ihr? So, weiter als Zauber auf Khalid. Heilzauber auf Khalid. Mike weiß, das ist echt ein Krampf mit der Maus. Mit dem Mausklicks, dass er die nicht nimmt. So, damit scheinen wir auch hier fertig zu sein. Und wie man sehen kann, ist das Gebiet hier ziemlich groß. Also auf jeden Fall größer als das Skelettgebiet. Zwar nicht so groß wie das wie der Knochenfriedhof hier. Aber hier waren nur drei Würms und das war's. Hier waren Zombies und Fallen und diese unsichtbaren Viecher. Beinahe unter meiner Würde. Und wir hatten da oben sogar Unterstützung. Also eigentlich hätte das da oben der einfachste Raum werden sollen, aber wie gesagt, der Vorführeffekt. Ich hatte noch nie so Probleme mit dem Raum da oben. Und ich glaube, es waren nur drei von diesen Ashikuren. Was? Wo ist mein letzter Quicksave? Vor dem Ashikuru. Oder nach dem Ashikuru? Nach dem Ashikuru. Okay, ich habe da wohl eine Falle übersehen. Hier ist schon mal nichts mehr. Was? Und wenigstens ist jetzt gerade die Krankheit von allen abgeklungen. Was wollt ich hab genug. Da waren es also nur drei von diesen Ashikuros. Ich hatte eigentlich irgendwie mehr in Erinnerung. So, wo ist jetzt die Falle, die mich getroffen hat? Ja? Komm raus, Falle. Nichts leichter als das. Ja? Denn ich verschwinde jetzt. Ernsthaft? Was hat mich da gerade eben mit einem Feuerball beworfen? Oder ist hier noch irgendwo eine Falle, die ich übersehen habe? Ich hätte gerade darauf achten sollen, wo mich was getroffen hat. Ach, da. Ah. Habe ich nicht gerade Pfeile entschärfen angeklickt? Ihr wollt mich doch veralbern. Beinahe unter meiner Würde. Ja, gut. Die Aufnahmesession will mich dieses Mal echt veralbern. Beinahe unter meiner Würde. Oder das Spiel, weil ich aufnehme. Ja, gut. Wahrscheinlich eher das Spiel, weil ich aufnehme. Du bist ja ein komischer Kauz. So, Imuel. Na, ich weiß genau, warum das jetzt passiert ist. Imuel muss nämlich an einer bestimmten Stelle die Falle entschärfen und sie ist einfach in die Falle dabei reingerannt. Ah. Ja, gut. Gut. Ach ja, und die Axtkatze zu Minsk. Die können zu dir. So, das heißt, jetzt ist die Prüfung des Feuers als erstes dran. Weil der hat ja gesagt, Feuer, Eis, Schleim und Wind. Das böse Das heißt, wir gehen erstmal hier rein. Und rasten am besten noch einmal. Sicher ist sicher. So, wir haben geruht. Die Tür ist hinter uns zugegangen. Und genau das wäre übrigens in der zweiten Etage mit uns passiert, wenn wir da gerastet hätten. Und dann wären wir eingesperrt geworden. Vielleicht. So, okay. Jetzt ist Buff-Zeit. Weil der Kampf, der jetzt kommt... Die Schriftrolle brauchen wir nicht, die kann sie nicht benutzen. Gehört zu den härtesten in diesem Dungeon. Abgesehen von dem, was danach folgt. Deswegen.
verteilst du mal Heldentränke an die beiden. Da muss ich gerade überlegen, wie buffen wir am besten. Das hebt lang, das hebt 10 Runden. Buffen wir erstmal mit Tränken, würde ich sagen. Hast du noch einen Trank, der was bringt? Nee. Nicht wirklich. Ah, aber du kannst die Feuerschutzrollen hier nehmen. Genau so. Also, Heldentrank. 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 Was wollt ihr? Heldentrank. Was? Ihr habt gerufen? Steinschutztrank. Ja. Stärketrank. Du den Verwundbarkeits-, du den Stärke-, Absorptionstrank. ETW 0 und Schadensbonus. Ja, den trinkst du mal. Und nimmst am besten jetzt Eispfeile. Was wollt ihr? So, und dann muss wohl das Buffen beginnen, oder? Ihr halt, dir fehlt noch ein Trank. Was immer ihr dann braucht. Sprichst du erstmal die Hassschriftrolle. Ja. Du sprichst Schutz vor dem Bösen. Das dürfte passen. Ja, oh allgegenwärtige Autorität. Du sprichst deinen Segen, kannst du als letztes sprechen. Du mach lieber den Feuerschutz auf Talis und Talisa. Ah, Khalid, Mist. Oh, es hat aber noch gewirkt, okay. Was wollt ihr? Hat alles gewirkt. Dann brauchen wir als nächstes ein Gebet. Ihr habt gerufen. Du machst den. Jetzt kannst du deinen Segen sprechen. Was? Du sprichst dein Verschwimmen. Ja. Du sprichst noch Verteidigungskoordination. Oh, das ist ein sehr schneller Spruch. Ich bin ganz ohr. Und du sprichst noch deine kleine Schutzkugel. Schaut euch mal die Buffs an. Die werden wir alle brauchen. Für den Gegner, der jetzt kommt. So, Quicksave gemacht. Reinrennen. Die männliche Phönixwache. Genau, die ignorieren wir jetzt mal. Wir rennen direkt auf die weibliche zu. Au. Genau deswegen nämlich. Die beschwört neue Phönixwachen. Und zwar nicht wenige. Wie sieht Minsk aus? Minsk sieht okay aus. Okay, Minsk ist schwer verwundet. Und Minsk ist verbrannt. Genau das meinte ich nämlich mit der Schwierigkeitsgrad dieses Kampfes. Nichts leichter als das. Gut. Wir müssen nämlich zuerst die weibliche ausschalten, weil mit jedem Pfeil, den sie verschießt. Ihr habt gerufen. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Wow, das hat sie jetzt umgehauen. Ja. So, und jetzt den männlichen. Genau, der männliche respawnt nämlich, bevor er explodiert. Was wollt ihr? Wow. Okay, diesmal war das ziemlich einfach. Abgesehen davon, dass Minsk einiges abgekriegt hat. Gucken wir mal kurz, wie die Lebenspunkte so aussehen. Bei Minsk sehen sie nicht so gut aus. Und deswegen heilen wir mal Minsk. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Und racen dann gleich in den Eisraum weiter, solange das ganze Zeug noch wirkt. Nichts leichter als das. Okay, da hat jetzt, glaube ich, Yahiras Segen nachgelassen. Da hat die Hast nachgelassen, aber der ganze Rest wirkt noch. Auch wenn wir keinen Feuerzauber mehr brauchen. Eispfeile tun wir mal gegen Säurepfeile austauschen. So. Die werden nämlich nicht viel bringen da im Eisgebiet. Wobei, ich weiß gar nicht mehr, was für Gegner es im Eisgebiet waren. So, da hat die Verteidigungskoordination nachgelassen. Was hat jetzt nachgelassen? Das Gebet. Oh, okay, hier sind es Winterwölfe und ein Eisbär. Beinahe unter euer Leben liegt mir meine Hand. Du kannst eine neue Hast wirken.
Und ich habe vergessen, Kai jetzt seinen Umhang wieder anzuziehen. Warum hast du minus 8? Minus 7? Ist die Verteidigungskoordination noch an? Was wollt ihr? Okay. Nichts leichter als während das. Ich mich hier jetzt gerade um die Verteidigungskoordination gekümmert habe, was sind hier einfach mal alle drin gestorben. Gorain, so. Auf eure Taten stolz. Jetzt wechselst du mal auf Feuerpfeile. Du hast schon einen Feuerballstab. Ja, nichts leichter als das. Aber du kannst deine Feuertränke wieder reinnehmen. So. Weil das eine Gesicht hat ja gesagt, für die Schleime hier drin sollten wir Feuer benutzen. Also gucken wir mal, was uns hier drin erwartet. Das hier müsste nämlich der Schleimraum sein. Das hier war Eis, das war schon mal richtig. Gut. Gucken wir mal in den Schleimraum. Jo, hier ist ein Grünschleim. Nein, Spaltungsschleim. Ach, an dich kann ich mich erinnern. Du bist eigentlich ja recht harmlos. Ja, oh, allgegenwärtige Autorität. Außer, dass du eben nur mit Feuer besiegt werden kannst. Wenn niemand besser. Nein, Khalid, bleib zurück. Wir schalten mal das wieder aus und bewerfen dich weiter mit Feuer. Und du bist schon tot. Okay. Gut, das hat ja ganz gut geklappt. Du kannst deine anderen Feuertränke, genau, Explosionstränke mal nehmen. Alles andere müsste okay sein. Ach, die haben jetzt Platz frei. Kriegst du einen Beschleunigungstrank und du kriegst die beiden Tränke. Genau. Der Odemkrank kann zu dir. Obwohl, du kannst das Ding nehmen. Und benutzen. Und kriegst noch einen Heldentrank. So. Oder ich gebe Khalid die Odem-Tränke. So. Die kann er dann im Kampf gegen den Würm. Würm? Wie komme ich auf Würm? Gegen das Luft. Die Luftgegner. Benutzen. Wir haben ziemlich viele Schwerter. Und ich könnte theoretisch die mal identifizieren. So. Ja. Mach mal so rum. So. Oder pack die mal so rein. Dann werden die zuerst aufgebraucht. Was wollt ihr? Gut. So, bevor wir aber gegen den Luftraum kämpfen, sollte ich mal rasten, weil ich kann mich noch genau daran erinnern, was danach kommt. Etwas sehr Nerviges nämlich. Wir können aber im Gang rasten zum Luftraum. So. Genau. Geht mal alle da rein. Dann werden jetzt wahrscheinlich die restlichen Sachen noch abklingen, die auf uns wirken. Was? Wir könnten aber vorher heilen, natürlich. Große Heilungen haben wir ja genug. Ja. Du kannst dich mal selber heilen. Ja, oh, allgegenwärtige Autorität. Wie viele Lebenspunkte hast du? Dann heil diesmal. Was wollt ihr? Du heil Khalid. Ihr habt eine Aufgabe? Du heil dich nochmal selber. Was? Du heilst nochmal Khalid. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Du heilst Linz. Imoen und Dünner hier sehen gut aus. Du bist auch fast wieder voll. Minsk braucht noch jede Menge Heilung. Ja. Du siehst okay aus. Khalid braucht noch. Ja, oh, du hast sogar noch eine große. Dann heilt Khalid noch mal mit einer großen. Was wollt ihr? Minsk. Ihr habt eine Aufgabe. Wie viel hat Khalid jetzt? Nicht genug, weil er wieder den Umhang anhat. Eure Dienerin steht. Warum vergesse ich das immer? Was?
So. Ja? Stäbe und alles bereit. Das heißt, wir machen Quick Save und rasten mal. Was wollt ihr? Und haben Ghule hinter uns.